Wir kennen sie aus unseren jungen Jahren und haben sie damals geliebt. Doch was aus einigen Kinderstars geworden ist, lässt uns einfach nur staunen. Deshalb haben wir heute für euch 5 Kinderstars, die mit der Zeit den falschen Weg eingeschlagen haben und schrecklich gealtert sind. Nummer 5. Macaulay Culkin. Wohl eins der berühmtesten Beispiele in Sachen verkorkste Kinderstars ist Macaulay Culkin. Einst so süß und von allen für seine Rolle in Kevin allein zu Hause geliebt, lief die Karriere mit dem wachsenden Alter nicht mehr so rosig. Aufgrund von Drogen und privaten Problemen ist der Kinderstar nicht mehr das, was er einmal war. Von dem niedlichen Blondchen ist seit den 2000ern nichts mehr übrig. Ein Freund erzählte erst kürzlich, dass er mittlerweile wieder an einem Tiefpunkt angelangt ist und seit Jahren heroinabhängig sei. Und die Nummer 4, Jake Lloyd. Bekannt geworden durch seine Rolle als junger Anakin Skywalker in Star Wars Episode 1, hat sich Jake Lloyd über die Jahre nicht nur äußerlich sehr negativ verändert. Mitte 2015 wurde er wegen rücksichtslosen Fahrens zudem ohne Fahrerlaubnis inhaftiert. Zuvor hatte er sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Anfang diesen Jahres gab seine Mutter dann bekannt, er leide an Schizophrenie und befände sich in psychiatrischer Behandlung. Sei die Macht mit dir, Jake. Und die Nummer 3. Halle Jewel Osment. Ich sehe tote Menschen. Dieser Satz hat ihnen unsere Gedächtnisse gebrannt. Halle Jewel Osment bekam nach seiner Rolle in The Sixth Sense zwar noch viele weitere Aufträge, jedoch blieb etwas auf der Strecke. Seine Fitness und sein Aussehen. Mit der Zeit wurde er immer dicker und ließ sich gehen. 2006 hatte er unter Alkoholeinfluss einen Autounfall, bei dem er mit mehreren Brüchen und Schürfwunden davonkam. Und die Nummer 2, Angus T. Jones. Jake Harper hat uns die letzten Jahre immer wieder ein Lächeln auf die Lippen zaubern können. Vor allem in früheren Folgen der Serie Two and a Half Men überzeugte der dickliche Junge mit witziger Naivität und einem Fünkchen Dummheit. Nach seinem Abgang aus der Sitcom ließ er sich ziemlich gehen und ist heutzutage sehr haarig unterwegs. Dies begründet er mit der Zugehörigkeit zu World Harvest Church. Ob er sich je wieder zum Friseur trauen sollte, wir sind gespannt. Und da sind wir auch schon bei der heutigen Nummer 1, Amanda Bynes. Amanda Bynes wurde hierzulande vor allem durch ihre Hauptrolle in She's the Man voll mein Typ bekannt, hatte in den USA zuvor aber schon ihre eigene Show und Erfahrung in mehreren Filmen gesammelt. Nach 2010 blieb der Erfolg aus und Amanda wurde wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss verhaftet. Sie ließ sich viele weitere Delikte zu Schulden kommen, wurde wegen Drogenkonsums verhaftet und wurde 2013 schließlich in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Jetzt kannst du dir noch 10 Instagram-Parodien von Stars anschauen. Dazu einfach hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung anschauen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Ciao!